Erste Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt ist Birgit Schatz von den Grünen. Danke, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, ich möchte zum Thema Arbeitsschutz zur Regierungsvorlage einen Kommentar abgeben. Derzeit sind circa 3,5 Millionen Menschen in Österreich in Beschäftigung und mehr Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, als man glaubt, haben zumindest hin und wieder mit gefährlichen Substanzen zu tun. Und die Spannbreite der Betroffenen ist relativ groß. Also das sind nicht nur diese naheliegenden Bereiche wie in der chemischen Industrie oder in Labors, sondern in hohem Maße betroffen ist etwa Reinigungspersonal, sind zum Beispiel auch Friseurinnen durch das Haarefärben, sind aber auch etwa Angestellte in Kfz-Werkstätten, Autolackierereien, die eben mit Lacken, mit Farben hantieren. Und das sind nur ein paar Beispiele. So, der Umgang mit solchen gefährlichen, gesundheitsschädlichen Substanzen wird geregelt über den Arbeitnehmerschutz, über das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz, damit eben keine gravierenden gesundheitlichen negativen Folgen durch diesen Umgang mit gefährlichen Substanzen entstehen. In der Novelle, die heute vorliegt, geht es hauptsächlich um die Kennzeichnung von so gefährlichen Substanzen. Dass also jeder, der damit zu tun hat, weiß, ich muss darauf aufpassen, dass mir nichts passiert, wenn zum Beispiel was verschüttet wird, das eingeatmet wird, etc. etc. Ich bin nicht zufrieden mit dieser Novelle, beziehungsweise bin mit einigen Regelungspunkten, denen stehe ich einfach skeptisch gegenüber. Worum geht es konkret? Es ist etwa darinnen formuliert, dass eine Kennzeichnung nur erfolgen muss, wenn, Zitat, dem nichts entgegensteht. Was könnte zum Beispiel einer Kennzeichnung entgegenstehen? Da wird genannt, wenn das Behältnis die Beschriftung verunmöglicht oder erschwert. Ja? Zum Beispiel, weil das ein Rohr ist. Das fällt mir wirklich schwer nachzuvollziehen, warum es nicht immer möglich sein soll, darauf zu schreiben, was ist das für eine Substanz und in welche Richtung ist es für den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin gefährlich. Der zweite Punkt, wo ich Bedenken habe, ist, dass die Räume, in denen solche gefährlichen Substanzen gelagert werden, nur gekennzeichnet werden müssen, wenn da drinnen erhebliche Mengen gelagert werden. Was eine erhebliche Menge im Detail ist, wird aber im Gesetz nicht geregelt. Und das Problem ist ja nicht, dass jemand, der da jeden Tag etwas herausholt, womöglich nicht weiß, was da drinnen sich befindet und worauf er aufpassen muss. Sondern das Problem ist, wenn da jemand hineinkommt, der eben nicht im Umgang mit dieser Substanz zum Beispiel eingewiesen ist, wie das ja auch das Gesetz erfordert. Die Stellungnahme der Arbeiterkammer zu dieser Novelle sagt, das können zum Beispiel sein Notdienste, ja? Die Feuerwehr, eine Rettung, wenn da drinnen was passiert. Die muss wissen, ich betrete einen Raum, in dem gefährliche Substanzen lagern. Ich sage, es kann auch ein externes Reinigungspersonal sein, das einmal da hinein muss plötzlich. Ja? Das kann ein Handwerker sein, der irgendeine Installation da drinnen wartet, das Licht etc. Insofern finde ich, es ist notwendig, dass generell Räume, in denen gefährliche Stoffe lagern, als solche erkennbar sind. Und der dritte Kritikpunkt ist die lange Übergangsfrist. 10 Jahre lang soll das alte Kennzeichnungssystem noch immer gültig und aufrecht sein. Das bedeutet, in diesen 10 Jahren hat man entweder die alte Kennzeichnung oder die neue Kennzeichnung oder beides parallel. Und das führt ganz sicher zu Verwirrung. Und Verwirrung in diesem Zusammenhang bedeutet immer Gefahr für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und deshalb bin ich mit diesen 10 Jahren einfach nicht zufrieden. Meine Damen und Herren, ich weiß, einige der Punkte, die ich hier kritisiere, werden dann im Weiteren in einigen Verordnungen noch geregelt, in den Verordnungen konkretisiert. Aber das Problem dabei ist, diese Verordnungen liegen uns nicht vor. Sie sind zum großen Teil auch noch gar nicht ausverhandelt. Ja? Das heißt, wenn hier fehlende Schutzniveaus im Gesetz drinnen sind, die eventuell in der Verordnung dann definiert werden, dann wissen wir heute nicht,
auf welches Niveau sich die Sozialpartner einigen werden. Und das ist mir einfach zu wenig, wenn es um Verantwortung geht, um Verantwortung für Gesundheit und Leben von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Mir genügt diese Vertröstung auf die Verordnungen leider nicht. So, und nun einen Punkt, den ich noch kurz ansprechen möchte. Das ist der Umgang mit Blei. In dieser Novelle, also sagen wir mal so, im Prinzip sind Jugendliche und Frauen bis dato völlig davon ausgeschlossen, mit Blei zu hantieren, weil Blei einfach hochgiftig ist, krebserregend ist, die Fruchtbarkeit beeinträchtigt, bei Schwangerschaften extrem negative Konsequenzen für den Embryo haben kann. Das Verbot für die Jugendliche wird jetzt im Gesetz leicht verändert. Mir wurde aber vom Ministerium absolut zugesichert, dass es hier, wenn auch wiederum verschoben in die Verordnung, zu einem absoluten Verbot gegenüber Jugendlichen, dass das bestehen bleiben wird. Bei Frauen ist das aber anders. Zwar nicht durch die vorliegende Novelle, aber durch etwas, was Sie gestern beschlossen haben, versteckt in einer Aufhebung eines Vorbehalts zu einer UN-Konvention. Frauen waren bisher hundertprozentig davor geschützt, in ihrer Arbeit mit Blei in Kontakt zu kommen. Nunmehr wird der Luftgrenzwert für Männer auch für Frauen gültig sein. Und erst wenn Blei im Körper nachgewiesen wird, dann wird wieder ein höheres Schutzniveau für Frauen wirksam. Und das ist meiner Meinung nach nicht akzeptabel. Ja, Blei ist auch für Männer schädlich, krebserregend, hochgiftig. Aber warum deshalb das Schutzniveau für Frauen gesenkt werden muss, das kann ich einfach nicht akzeptieren. Und deshalb haben die Grünen auch als Einzige gegen diesen Punkt gestimmt. Wie gesagt, meine Damen und Herren, wir Grünen sind nicht bereit, beim Gesundheitsschutz von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen Kompromisse zu machen. Und deshalb können wir dieser Novelle, die sicher auch positive Aspekte hat, aber wir können dem nicht zustimmen. Es ist uns nicht gut genug. Dankeschön. Der Arbeitnehmerinnenschutz werde durch die vermehrte Kennzeichnung von gesundheitsgefährdeten Arbeitsstoffen verbessert, lobt Birgit Schatz von den Grünen. Allerdings gehe ihr die Regelung insgesamt nicht weit genug, weshalb die Grünen nicht zustimmen werden.